Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage. So, wir treten heute wieder den Kampf an gegen ungerechte Steuererhöhung, gegen Unmut, gegen alles, was die Menschen hier diskriminiert, kreditiert und so weiter. Und um mal ein Zeichen zu setzen, dass wir mit dem Ganzen nicht einverstanden sind und wir auch keine erhöhten Steuern mehr hinnehmen, töten wir den Steuereintreiber. Absolut nachvollziehbar, so läuft das ab normalerweise. Wenn man mit den Steuern unzufrieden ist. Man statuiert erstmal ein Exempel. So, dafür müssen wir aber erstmal zum Steuereintreiber hin. Ich weiß gar nicht, wie weit ist denn der weg? Da vorne gleich. Ach Mensch, ich war ja schon da. Nein, ich habe kein Geld dabei. Bin arm. Ach, come on. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich kann jetzt für meine Sünden bezahlen. Ich habe soeben eine Spielzeugfigur aus Knochen. Die kann ich zu Geld machen. Falsche Taste. Ich hab so mit... Ja, das ist doch... Ich hatte eben so mit Q gerechnet und da habe ich es verkackt. Das kommt davon, wenn man nur Mist erzählt. Ist man nicht bei der Sache. Ja, wir haben... Achso, wir haben nur ein Heilelixier. Natürlich ist der Steuereintreiber ein guter Freund des Kalifen, denn immerhin besorgt er das Geld. Ergo hat er viele Wachen. Wir sollten vielleicht vorerst einen Händler aufsuchen. Hier ist auch noch eine Kiste drin, ne? Da hinten im Tor... Oh nein! Oh, Johann der Grimmige. Boah, kacke, den kriege ich doch wieder nicht runter. So, wo haben wir denn hier einen Händler? Irgendwas optisch in der Nähe? Nee. Nein, nicht nahen Fall anzeigen. Hallo. Mach das weg. Die einzige Taste, die ich kenne, um in meine Map zu kommen. So. Das musste ich aber mal überlegen. Nehmen wir immer denselben Weg. Oh. Na gut, wir können hier vorne hin. Da müssen wir nur einmal das Stadtgebiet wechseln, sind aber recht zügig da. Das machen wir. So, einmal ein bisschen aufpushen. Asteroide ballern. Oh. Geschwindigkeit und Kraft. Blub. So. Die Versuchung ist so groß, ne? Hau du doch ab. Boah. Was macht die da? Blüten sortieren? Ey, das ist ja auch ein undankbarer Job. Bestimmt auch richtig schlecht bezahlt, ne? Oh, die Arme. Oh, Entschuldigung. Und jetzt müssen sie den ganzen Stress nochmal von vorne anfangen. Ärgerlich. Ach, ich würde mir ja den Arsch beißen. So. Schichteinteilung gefällt mir gar nicht. Das letzte Mal, als wir Malfiridus postiert waren, hat mich die Leibwache des Vetters des Kalifen angebrüllt. Weißt du noch? Mit dem ist nicht zu spaßen. Hörst du das? Oha! Er wurde angeschrien, ganz sensibel. wenn ihn der Militärton zu hart ist, kann er ja zur Bundeswehr. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. So, mein Freund. Was hast du da? Sieh dir meine Auslage an. Die kann man immer brauchen. Ja. Abgemacht. Mein Köcher ist voll, also, aber weißt das haben du, wir was gleich. Du brauchst? Ja. Lass mich einmal kurz, ich muss einmal kurz was gucken. Ich muss aufbrechen. Bis bald. Ah, ich... Oh, ich grüße dich. Da bin ich schon wieder. Ich hab Sei doch noch was vergessen.
Lass mich deine Waren ansehen. Ich habe noch Platz im Köcher. Sieh dich um. Die habe ich eigentlich immer vorrätig. Das ist sehr gut. Alles? Ja, das war's denn erstmal. Dankeschön, sehr nett. Ich muss gehen. Dann auf bald. Jetzt kann er zumindest seine Steuern bezahlen. Ja, du kannst dich mit jedem anlegen, aber nicht mit dem Finanzamt, ne? So, weg da. Ich hab's eilig. Vorsicht, Kleiner, ich muss ein Attentat begehen. Hui! So, wollen wir doch mal gucken. Wieso ist hier Sperrgebiet? Oh, ich bin schon im Haus! Ich bin schon im Haus! Oh mein Gott! Was ist das für ein Riesenanwesen? Das tut mir leid. Ich wollte eigentlich erstmal... Oh Gott, ich wollte eigentlich erstmal dich daran. Oh, Hausfriedensbruch. Oh, das gibt bestimmt Bußgeld. Aber habe ich das Geld gerade erst selber gefunden? Ist das Taishi? Oh. Shaiti? Taishi. Ist das Taishi? Wow, Alter, das ist ja ein Palast, ey. Ich werde auch Steuereintreiber. Ach, herrje. Okay. Was siehst du, Sadie? Müssen wir einmal die... Sie sind wachsam. Okay. Geh jetzt besser nicht dorthin. Ich bin gar nicht da. Wegen eines Schützen. Den da hinten. Nein. Würde ich von hier... Habe ich genug Kraft in meinem Bizeps, um das Wurfmesser da rüber zu katapultieren? Ach, was? Oh nein. Gleich habe ich keine mehr. Könnte jetzt aber ungünstig sein. Flieg, wie es dir gefällt. Der ist wegen der Hitze von der Sonne. Der ist der ist abgeklappt einfach nur. Nein, nein, da ist. Das sind keine äußerlichen Fremdwirkungen gewesen. Geh auf Erkundungsflug. So, ich würde sagen. Oh nein, der hat auch noch einen Schlüssel. Wir scannen die einmal alle. Ist noch so einer? Noch ein Johann? Ey, das sind aber viele von, ne? Eieiei. Besser bewacht als der Kalif selber. Hm. Haben wir damit alle? Ich glaube, das waren außerhalb zumindest alle gewesen. Ne, hier hinten ist noch einer. Den haben wir noch nicht markiert gehabt. Und das war's. Das war's. Oder? Gut, und da ist auch eine dicke Kiste drin, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Ohne Momento. Hm. So, jetzt muss ich einmal schauen, wie gehen wir denn am besten darüber, da rein.
Nicht unbedingt bei dem Großen hier. Außer wir würden es als Attentat schaffen, ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Komm ich hier... Elegant wie eine Feder. So, einmal rüber hier. Die können mich nicht sehen. Die eigentlich auch nicht. Er schon. Ich dachte, da wäre auch so eine Umkleidekabine. Also wo du so einfach reingehen kannst. Okay, denn... Hier darf ich auch schon nicht hin. Das ist nur Grünfläche. Das ist ein öffentlicher Bereich hier. Hier sind ja auch noch Wachen. Weil das schon zum Privatbesitz gehört. Ich kann hier nicht weggehen. Ich bin hier verabredet. Ich habe auf meinem Adler kein Guthaben mehr. Ich kann meinen Freunden nicht sagen, wenn ich woanders hingehe. Du bist unerwünscht. Bin ich hier gut versteckt? Oh, jetzt treffen wir uns nie wieder. Jetzt kann ich meinen Freunden nicht mal mehr twittern über meinen Vogel. Merkwürdig. Die wissen noch gar nicht, dass ich jetzt nicht vor der Tür stehe. Der ist gut versteckt, oder? Nee. So. Okay, hier kommen wir aber schon am dicken Johann vorbei, ne? Ja, wir schauen mal. Können wir die Pferde manipulieren? Nö, ja, wir könnten aufsteigen. Aufsteigen und das Pferd vor der Tür parken. Und dann wird er ja rausgehen, um das Pferd wieder einzuparken, ne? Vor dem habe ich Respekt. Aber geht das jetzt eigentlich, wenn ich... Das geht aber nur, wenn die mich nicht bemerkt haben, ja? Das habe ich gut verschwendet. Aber jetzt weiß ich zumindest Bescheid, wie ich die Großen loswerde. Siehst du, ich habe das sonst immer im Kampf versucht. Wie viele können wir denn auf einem Schlag anvisieren? 3, 4? Ah nee, 3. 3, wenn der wenn wir 3 Balken haben, 3 Stück. Also 2 noch. Hallo? Hey, was war das? Komm doch mal zu mir in meine Kammer. Was? Oh, eine solide Nummer. Den habe ich ordentlich durchgedolcht. Jetzt haben wir da... Den würde ich mir vielleicht aufheben. Erst alle wegmachen? Das geht bestimmt auch, wenn man richtig geduldig ist. Also bei mir eher weniger. Aber wenn man richtig geduldig ist, würde das bestimmt auch funktionieren, dass man nur die Nötigsten tötet und sonst niemanden. Guck doch mal hier in meinem lauschigen Plätzchen. Ich habe ja auch noch ein bisschen Platz bei. Komm her, du Zuckerschnute. Ist das nicht erotisch? Da habe ich den guten Eimer mit reingenommen hier. Warte mal. Ich hoffe, das sieht unten keiner. Okay. Oh. Ja. Die Geldbörse, die müssen wir natürlich mitnehmen.
Jetzt ist es Raubmord. Mensch und denn schon, ne? Hier ein Mord und dort ein Mord. Überall ein kleines Malheur, ein kleines Attentat. Können den von der Mauer als nächstes wegnehmen. Und wir haben auch die Balken wieder voll. Das hier kann ich nicht öffnen, ne? Nee, schade. Das wäre zu cool. Er denkt schon am Feierabend. Okay, ich habe mir gedacht, oh, perfekte Landung. Der ist aus dem Sichtfeld. Was? Was? Jetzt? Ohne Witz? Das hat er gesehen? Okay, ich würde sagen, wir verstecken uns einmal. Auf große Kämpfe will ich mich jetzt hier nicht einlassen. Wir werden gar nicht gesucht. Wie, die anderen haben das nicht mitbekommen? Dass deren Kumpel da einfach mal eben die Palisade hochgeklettert ist und geschrien hat, hey, du bist tot. Ja, soll uns recht sein, ne? Das war notwendig. So. Oh, hier ist ja offen. Oh. Vielen Dank für Speis und Trank. Morgen früh kriegt ihr Scheiß und Gestank. Du hast nichts gesehen, das liegt an der sengenden Hitze. Das war eine Fata Morgana. Oder nicht? So. Später haben wir nur noch die Dicken über. So, töte Al-Anka, den Steuereintreiber. Was weiß ich, wer von denen Al-Anka ist? Könnte ja jeder sein. So, jetzt würde ich gerne nochmal Attentat machen. Eins, zwei und dann kriegen wir auch noch. Zack. Boah, ich bin so blitzschnell und überhaupt nicht verruckelt. Ich glaube, ich lasse die hier liegen. Die stören ja keinen, ne? Theoretisch hätten die auch bleiben können. Ich hätte das vielleicht aufheben sollen. Ich hoffe, die haben nicht das Gefühl, dass es irgendwie zieht. Aber wir haben nur die beiden hier, ne? Eins, zwei, ja. Willst du nicht? Dann machen wir das so. Wo bleiben die denn? Sie sollten längst mit dem Geld zurück sein. Ach, es kostet mich den Kopf, wenn wir nicht liefern. Wie schwer kann es sein, diesen Hohlköpfen ihr Geld abzunehmen? Al-Yunan, El-Hind, Asin. Keine Verbundenheit. Nicht mal untereinander. Die Dairatul Mal steht kurz bevor. Wenn ich bis dahin nicht das Geld habe. Befehle zur Erhöhung der Steuern.
Suhail, hier sind die vorgeschlagenen Steuererhöhungen. Bitte handle entsprechend. Getreide 1/20, Nahrungsmittel 1/10, Stoffe 1/10, Töpferwaren 1/5. Gemäß den Gesetzen soll ein jeder Dimi mehr zahlen, also erhebe bei ihnen einen zusätzlichen Zehnten zu den geltenden Steuern. N. Befehle, die Steuern zu erhöhen. Eine Frechheit. Noch mehr Geld in ihre Hände. Vielleicht kann ich hier noch mehr Informationen finden. Das ist ja wie eine Regierung. Widerlich. Ekelhaft. Okay, den können wir ja gleich eliminieren. Hi. Die Steuer wurde bezahlt. Hier sind meine Steuern, Bitch. Ekelhaft. Ah, jetzt haben wir mal den Spieß umgedreht. Jetzt hast du an mir hier Steuern gezahlt. Predige zu deinen Jüngern. Schade. Erst plündere ich hier alles, bevor ich hier wieder Blödsinn mache. So. Mein zweiter und letzter Brief. Alanka. Das Geld wird knapp. Hast du wie gewünscht die Steuern erhöht? Wie ich höre, siehst du dich in einigen Hindernissen gegenüber. Die Duftlieferung verspätet sich ebenso. Ich dachte, dass du als Einheimischer vielleicht besser zurechtkämst als ich. Aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich mich irre. Üblicherweise schicke ich nicht mehr als einen Brief bezüglich Dingen, die ich erledigt sehen möchte. Ich sende niemals einen dritten. N. Der Steuereintreiber arbeitet nicht allein. Nee, er arbeitet für jemand N. Jemand von außerhalb Bagdads hält die Zügel. Die Der Brief hat einen seltsamen Geruch. Er duftet nach Hosen und Eisen. Die einzige Person, die mit N anfängt, die ich kenne, heißt Nihal. Ich habe schon immer gewusst, mit der stimmt was nicht. Rosen und untersuche das Anwesen. Einen müssen wir noch finden. Rosen und Metall, also Stahl. Aber wird ja nicht für irgendwen auf dem Markt arbeiten, oder? Vielleicht eine von den beiden Damen, die ich gerade beklaut habe. Oh. Dann zieht sie jetzt bei den Steuern doppelt den kürzeren. Okay, da ist noch eine Truhe und was ist denn das? Ist das mein Hinweis? Also muss ich da hin? Ah, hier vorne? Okay. Ich habe noch kein Attentat voll. So, sicher ist sicher. Warte. Erst die wichtigen Dinge. So. Genehmigte Mittel für Blockaden. Die vereinbarte Summe wurde aus dem Steuervermögen für Al-Kark entnommen und wie angewiesen der Unterstützung der Hafenblockade zugeteilt. Die Sperre am Hafen wird mit dem Geld der Bevölkerung bezahlt. Ich bin hier fertig. Ich folge am besten dem anderen Hinweis. Ich bin fassungslos. Ich bin fassungslos. Welche Blockaden, Straßensperren, USW werden vom Steuern bezahlt, also. Das ist ja echt die kriminelle Vergangenheit damals. Oh, hier können wir lesen. Aber unterscheidet sich gar nicht wirklich von heute, ne? Also eigentlich ist das Ganze
sehr ähnlich. Steuern. Na, jetzt wird's interessant. Da kann ich wahrscheinlich auch aus dem Gesetzbuch vorlesen. Das Abbasidenreich war auf Steuern in Form von Geld oder anderen Tauschmitteln angewiesen, um seine zahlreichen Ausgaben zu bestreiten. Die Höhe der Steuern hing von der religiösen Zugehörigkeit des Steuerzahlers ab. Kirchensteuer? Ein Muslim zahlte weniger als ein Dhimmi. Was kann ich... gibt ja nur die Kirchensteuer, ne? Eine Lohnabrechnung zumindest. Vier Arten von Steuern machten den Großteil der Staatseinnahmen aus. Eine davon galt nur für Muslime. Die Zakat. Dabei handelte es sich um ein freiwilliges Almosen, wie es vom Koran von jedem Muslim verlangt wird, der es sich leisten kann. Um das Jahr 730 wurde sie zu einer verpflichtenden Steuer von 2% auf den gesamten Besitz, ab einem gewissen Schwellenwert. Zwei Steuern galten exklusiv für Nichtmuslime. Die Jizya musste von jedem freien, gesunden, erwachsenen, nichtmuslimischen Mann bezahlt werden, der im Abbasidenreich lebte. Zu Beginn des 9. Jahrhunderts betrug sie 48 Darahim, etwa 3 Gramm Silber, für Reiche und 12 für die Armen, Handwerker, Arbeiter. Sie konnte in Naturalien gezahlt werden, jedoch nicht in Schweinen, Wein oder toten Tieren. Nichtmuslime zahlten außerdem die Karaj, eine Grundsteuer auf bebaubares Ackerland. Ihre Höhe ist nicht bekannt, aber sie muss höher als die Jizya gewesen sein. Da keine Karaj mehr entrichten zu müssen anscheinend ein wichtiger Grund war, zum Islam zu konvertieren. Schließlich gab es noch die Ushr, eine Handelsabgabe auf importierte Waren, die von jedem Händler bezahlt werden mussten, ob männlich, weiblich, muslimisch oder nicht muslimisch. Ihre Höhe war veränderlich und die Berechnungsgrundlage, der Tagespreis oder der festgelegte Preis eines Artikels variierte mit der Zeit und hing von den Bedürfnissen der Regierung ab. Für die Bewohner des Reiches war sie oft Grund zur Klage und in den Gefängnissen befanden sich viele, die nur wegen einer nicht beglichenen Handelsabgabe dort waren. Ja, fällt mir Umsatzsteuer, Vermögensteuer. Wenn es im Abbasidenreich noch eine Eissteuer gibt, dann sind die Parallelen aber sehr verzwickt. So, wo wollen wir denn jetzt hin? Haben wir jetzt aktuell keine aktive Mission? So, das haben wir ja erledigt. Ein alter Freund. Mein alter Freund, kennt du etwas über die Beschlagnahmung von Waren wissen? Siehst du, bei dem waren wir noch gar nicht. Und dann haben wir noch unentdeckter Fall. Jemand hält in Al-Kark die Fäden in der Hand. Das wäre jetzt quasi, was wir sowieso gerade gemacht haben. Ich würde sagen, wir gehen hier weiter, bevor wir hier hingehen. Ja, ne? Ich muss einen Weg finden, zur großen Auktion zu gelangen. Die dem da wäre, haben wir doch noch eine Mission. Ist der goldene Stern unsere Mission? Manchmal schnalle ich das nicht ganz. Aber ist ja nichts Neues, ne? Verpeilt und nicht ganz bei der Sache, so kennt man mich ja mittlerweile. So, manchmal ein bisschen ruhig, manchmal ein bisschen am Kacke erzählen, aber immer gut aussehend. Was? Hey, du Penner! Darf ich mal durch? So. Upp. Mhm. Da lang.
So. Wo bin ich hier? Ach so, auf dem Tor. Vielleicht ist das nicht der schlauste Weg, den ich wählen kann. Kommen wir hier runter. So. Ist doch kein Problem, nicht. So. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht. Ich bin mitten auf einer Mission. Ich habe echt wenig Zeit. Also, boah. Bist du das, Basim? Woher kennst du meinen Namen? Alles in Ordnung. Ich weiß, wer du bist. Ich kenne dein Gesicht nicht. Doch du trägst unser Zeichen. Ich bin Neji, einer von Mentor Raihans Informanten. Ich bat um einen schwierigeren Auftrag. Doch vielleicht war das ein Fehler. Was ist das Problem? Ich habe zwei korrupte Wachen dorthin verfolgt, wo sie bestochen werden. Aber ich kann es nicht mit beiden aufnehmen. Ja, ist ja doof gelaufen, ne? Gut gemacht. Zusammen bekommen wir das hin. Verdammt. Folge mir einfach. Aber wir haben halt eine gute Seele, ne? Was hat der an Folge mir einfach nicht verstanden? Wieso geht er jetzt vor? Du weißt schon, dass hier überall Zivilisten sind? Hätte er nicht einfach ein Attentat auf den Dicken verüben können? Ja, jetzt bist du am Arsch, ne? Basim, wow. Du hast es geschafft. Ja, kein Problem. Wegen dir habe ich Fahndungslevel, du Penner. Toller Freund bist du. Glückwunsch. Dein erster offizieller Auftrag als Verborgener ist abgeschlossen. Ja, so nur für dich. Ohne deine Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Unsinn. Mit etwas mehr Ertüchtigung wirst du dich gut schlagen. Immer gut drauf einreden, ne? Meinst du das ernst? Ja, ja. Kaum jemand macht beim ersten Versuch bereits alles richtig. Gib nicht auf. Danke, Basim. Du hast Talent. Ich Mentor Raihan Bericht. Mal sehen, was er sagt. Ich hoffe, nächste Woche auf seiner Beerdigung gibt's ordentlich Snacks. Ich hatte ihn fast, glaube ich. Nächste Woche gibt's hoffentlich ordentlich Snacks, wenn er beerdigt wird. So, jetzt müssen wir wieder ein Fahndungsplakat entfernen und... Ich habe den Weg verloren. Ach so, vielleicht weil ich das Fahndungslevel erst loswerden muss. Okay, wenn die alte Kackbratze hier mich erkannt hat. Ja. So bin ich. Ganz schön harte Worte, ne? Gegenüber einem gesetzestreuen Bürger. Was habe ich denn schon Schlimmes gemacht? Ich habe doch nur geholfen. Ich habe geholfen zu morden und habe jemanden positiv ermutigt, weiter zu morden. Aber ich habe ihn positiv ermutigt. Also ich habe gut auf ihn eingesprochen. Ne? Im positiven Sinne. Quasi. Habe ich geholfen. Und jetzt muss ich mir sowas hier anhören.
Aber ich finde das Plakat nicht. Tjo, sehen wir das Plakat denn mit dieser Vision? Ja, ganz recht. Ich bin's. Basim. Richtig cool und arrogant durch die Masse gehen. Ah, wunderbar. Die Wachen werden gut aufpassen. Immer weg da mit dem Schmutz hier. Glaubt doch kein Schwein, dass ich das war. War das vielleicht eben gerade diese Nebenquest? War das der goldene Stern? Also jetzt bin ich hier komplett verwirrt. Ich muss einen Weg finden, zur großen Auktion zu gelangen. Gut. Wo ist denn die Auktion? Können wir aber ihm folgen? Ach, hier geht es erstmal nicht weiter. Aha, wow. Ey, ah, so. So, dann würde ich sagen, dann gehen wir in der nächsten Folge dem nächsten Fall an. Und quatschen mal oder suchen erstmal unseren alten Freund. Ich hoffe, der ist nicht auch so ein schlechter Einfluss für uns. Ja, so ein toller Freund. Und dann suchen wir den erstmal in der nächsten Folge. Dann geht's weiter und wir gucken mal, wie wir zu dieser Auktion kommen. So, ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.